Der Bahnrekord von Jerzy Puello aus dem Jahr 2012 liegt bei 14,947 Sekunden. Also, werden wir schauen, ob Aaron Jackson, die ganz nah dran war, vielleicht das sogar noch knacken kann. Jetzt Sien van Oute auf ihrer schnellen Runde. Läuft hier gut durch die Kurve durch. Und kommt zur Ziellinie mit einer Zeit von 15,324 Sekunden. 15.324 Seconds. Next skater, Rocío Belbel from Argentina. Sie jetzt hier auch auf ihre schnelle Runde. Kann sie sich nochmal steigern? Kommt ins Ziel und hat eine Zeit von 15,289 Sekunden, 15.289 Seconds. Als nächster hier auf der Bahn, Geni Pajayo aus Kolumbien. Geht jetzt hier auf die schnelle Runde. Rocío mit einer Zeit von 15,289 Sekunden kann Pajayo schneller sein als sie. Kommt hier schon ins Ziel. Und was ist Ihre Zeit? 15,116 Sekunden. 15.116 Seconds. Geni Pajayo, first place so far. Now on the track, Sonny Truss from Powerslide Team. Sie ja hier die überlegene Vorjahressiegerin. Aber dieses Jahr ist eben auch noch Aaron Jackson dabei, die noch mal einen kleinen Tick schneller gelaufen ist. Sonrin Tas hier auf ihrer schnellen Runde. Schafft sie es vielleicht nah an die 15 Sekunden heran? Kommt gut raus aus der Kurve. Zielschritt 14,945 Sekunden. Damit hat sie einen neuen Bahnrekord geschafft. 14.947 war der alte. 14,947. Sie läuft 2000stel schneller als Jerzy Puello aus dem Jahr 2012. Damit sichert sie sich zusätzlich ihre Prämie für den Bahnrekord, falls Aaron Jackson nicht noch schneller läuft. Also, Aaron Jackson jetzt hier auf dem Weg. Der Feder hat schön geworfen. Unter 15 Sekunden schafft sie es. Die 15,0 Sekunden im Vorlauf. Kommt hier gut durch die Kurve. Auf der Zielgerade schafft sie es nochmal, die Zeit zu verbessern. 14.880 Seconds. Winner of the Double Sprint Final, Aaron Jackson, United States. Und sie natürlich damit die neue Inhaberin des Bahnrekordes. Aaron Jackson, congratulations. Okay, jetzt also Aaron Jackson hier mit neuem Bahnrekord. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, auch Sabine Ulrich freut sich hier über den neuen Bahnrekord. Wir können sofort starten. Also, es kann losgehen. The thing, the
Wir haben als erstes Josepa Fernandez aus Spanien. Er ja mit zahlreichen Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften schon dekoriert. Er wird also jetzt hier als erstes auf die Strecke gehen. Here is about Fernandez on his first warm-up lap. Is your head spinning? Is your heart racing? Is the fire? Versucht hier langsam die Geschwindigkeit aufzubauen und jetzt geht ihr Vollgas aus der Kurve heraus. Josepa Fernandez, sehr geschmeidiger Stil, läuft hier mit hoher Geschwindigkeit in die zweite Kurve hinein. Seine Zeit ist im Vorlauf 14,1. Schafft es. 14,194 seconds. Nearly the same time like he did yesterday. Now the next starter from Colombia. Auch mit zahlreichen Medaillen bei Weltmeisterschaften, insbesondere über 300 und 500 Meter. Andres Munoz. Geht jetzt hier in die letzte Beschleunigungsphase. Munoz jetzt hier in der ersten Kurve. Er auch schon mal Gewinner des Urban Sprints gewesen. Tiefe Position kommt hier. Gut raus aus der Kurve und zieht einen Lauf. 14,034 second first place so far. Next skater. Same time like Andres did in the qualification. Alvaro Carrasquilla, Colombia. Geht er auf die letzte Beschleunigungskurve. Jetzt gilt's für ihn. Beschleunigt die Kurve komplett durch. Lauter Schritte. Kurze Geschanne nur. Und volles Risiko bis raus. Und geht ins Ziel. Mit einer Zeit von 14,259 seconds. Alvaro Carrasquilla, third place so far. And once again, another Colombian skater now on the track. Cesar Nunez from the Colombian national team. Er geht jetzt hier auch in die nächste Kurve. Kurz innegehalten, aber versucht hier weiter zu beschleunigen. Kommt flüssig raus. Wir gucken, was im Ziel die Zeit ist. 13,943 seconds. Der erste Skater in diesem Jahr unter 14 Sekunden. 14,943 seconds. Und das heißt, wir sind schon nicht mehr weit entfernt vom Bahnrekord von Edwin Estrada aus dem letzten Jahr. Der ist 13,807. The track record is 13,807 seconds. Hugo Ramirez from Chile. Er auch mit einer sehr, sehr schnellen Zeit im Vorlauf. Kurz stehen, kommt hier gut raus und wir schauen auf die Endzeit. 14,14,161 second, third place so far. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Chilenen vom Arma Arena Geisingen Team, Ricardo Verdugo. Auch er nutzt jetzt hier die letzte Kurve zum maximalen Beschleunigen.
Schickt gut, aber läuft flüssig durch hier. Nur noch eine Kurve bis ins Ziel. Kleine Probleme in der zweiten Kurve. Und sie schritt 14.271 seconds, 6th place. So far Ricardo Verdugo. Die kleinen Unsicherheiten in der letzten Kurve haben da wahrscheinlich den Ausschlag für eine schlechtere Zeit gegeben. Nächster Chilene, Lucas Silva. Auch er mit einer Zeit um 14.0 gelaufen jetzt. Versucht er sich hier natürlich nochmal zu steigern. Kommt hier durch die Kurve. Auch er kurz gestanden, aber ganz flüssig. Das beendet seine Zeit. Also 13.948, only 5 thousandths of a second slower than Cesar Nunez. Und damit der zweite Sportler unter 14 Sekunden in diesem Jahr. Und wir sehen auf der Strecke vom Arma Arena Geisingen Team aus Deutschland für Groß-Gerau Simon Albrecht. Und er beschleunigt hier durch, er ist einer der schnellsten im Sprintbereich. Kann er es in diesem Jahr wieder zeigen? Kommt gut durch die Kurven und flieg, Simon. Auch unter 14 Sekunden, 13.997 seconds. Aber leider derzeit nur der dritte Platz, third place so far. And now, the one and only Mr. Berlin Marathon, Bart Swings. Er ist hier absoluter Rounder, nicht der Obersprinter, aber gib ihm ein bisschen Anlauf. Und er ist genauso schnell wie die besten Sprinter in der Welt. Bart Swings jetzt hier auf seiner fliegenden Runde. Sehr flüssig, sehr technisch. Elegant kommt er hier ins Ziel. Ah, 14,180 Sekunden. Gute Zeit, aber nicht gut genug, um Cesar Nunez zu gefährden. Und nun sehen wir den Bahnrekordhalter, Edwin Estrada aus Kolumbien. Und Aaron Jackson hat einen neuen Bahnrekord aufgestellt. Und wir wollen ihn auch sehen. Laufe. Edwin, lauf einen neuen Bahnrekord hier. Und da geht er in die erste Kurve. Immer volles Risiko, Edwin Estrada. Kommt jetzt hier aus der Kurve raus und der Schaffel sieht sehr gut aus. Finish. Oh, 14 Points. 014 Second und damit haben wir einen neuen Gewinner des Open Sprint und das ist Cesar Nunez Kolumbien. Auf Platz 2 aus Chile Lucas Silva und wir haben ein Podium mit einer deutschen Platzierung.